Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu unserem Podcast Ehe auf Eis, Folge 19. Wir freuen uns, dass ihr immer noch hier seid. Uns geht es aktuell sehr, sehr gut. Da kommt schon die leichte Panik auf, ob es vielleicht zu langweilig ist, weil es gerade kein Drama und keinen Streit gibt. Aber ich habe mir für heute überlegt, dass wir... Streite. Nee, ich Hallo auch von mir übrigens, ja. Ich habe wie heißt das? Ich war beim Barbershop, im Barbershop. Hab mich ein bisschen schön gemacht. Aber wir sehen den Podcast und die meisten... Ich kann euch beschreiben, wie ich aussehe. Ich bin so schön geworden. Nein, nein, Quatsch. Doch, doch. Ich finde, das ist ein sehr guter Barbier und du hast eine sehr stylische Frisur. Richtig, richtig cool auch, wie da alles drin war und wie der, ich glaube, das war der Besitzer, war richtig, also der wusste, was er macht. Und mit Haare waschen, mit ein bisschen heißer Tuch auf Gesicht, aufs Gesicht. Richtig, richtig toll. Bisschen teuer. Hat, glaube ich, 70 Euro gekostet. Aber war mega Erlebnis. Und das ist Schweden auch, ja. Und wenn du den Service hast und das gerne bezahlst, ist es ja auch was anderes. Voll. Ich habe mir überlegt, wenn es gerade... Es ist ja nicht so, dass alles aus der Welt ist. Natürlich haben wir nach wie vor unsere Themen, aber wir arbeiten gerade jeder für sich an sich. Und das merkt man einfach so sehr in der Beziehung, dass es aktuell wirklich sehr harmonisch läuft. Und wenn es nicht harmonisch läuft, dass wir ziemlich schnell wieder den Weg da rausfinden. Und ich habe heute überlegt, ich habe mir während dem Saubermachen gestern 3 Sätze aufgeschrieben, die ich uns einfach gerne stellen würde. Der erste Satz war, was hat sich verbessert? Also was hat sich deiner Meinung nach verbessert? Vielleicht probieren wir wieder in Ich-Botschaften zu sprechen. Also was habe ich was an mir verbessert? Genau. Ja, was sind deine Learnings? Was hast du verändert? Was ist anders wie früher? Es fällt mir irgendwie momentan sehr schwer zu sagen, was genau ich verbessert habe. Ich versuche, wie immer, stabil zu sein, nicht irgendwie... Erklär mal das Wort stabil sein. Also wenn zum Beispiel kommen Situationen, wo mit den Kindern oder mit dir, oder das ist oft mit den Kindern und dir also verbunden, dass die irgendwas machen, ich mag das nicht, dann sage ich, dass ich das nicht mag und dann springst du rein und halt verteidigst dir. Das hat mich immer so genervt, obwohl ich was Gutes machen wollte. Zum Beispiel, die kommen rein und schmeißen die Sachen auf den Boden. Mhm. Dann sage ich, nicht auf den Boden zu schmeißen. Dann kommst du, lass sie und dann kommt ein so ein Mini-Streit. Jetzt momentan finde ich, dass, also jetzt ist nicht ich Botschaft, sondern du hast das viel verbessert, also stark verbessert. Dass du das nicht mehr machst und unterstützt. Aber gleichzeitig versuche ich jetzt mit den Kindern wirklich einen Weg zu finden, wie ich das sage. Ich versuche zu erklären, warum. Und das wäre toll. Und für mich, das wäre toll, wenn ihr das und das machen könnt. Und ich muss sagen, bin momentan besser, aber nicht so. Aber Liana, richtig, richtig cool, wenn ich ihr das erkläre. Sie ist dann okay und macht's. Und deswegen darfst du in der Ich-Botschaft bleiben, weil das ist, hast du verbessert. Du hast verbessert, wie du mit den Kindern sprichst. Vielleicht. Du bist ruhiger, geduldiger, liebevoller. Genau, stabiler auch zu sein. Es ist ruhig zu bleiben. Ja. Keine diese sofort auf diese Impulse zu reagieren. Nicht sogar ein Schreien, sondern sofort genervt zu sein, sondern versuchen, so ein bisschen cooler in sich zu ruhen. Genau. Ja. Und auch, ich habe mehr verstanden, dass zum Beispiel bei Ben gibt es Phasen, ja, wo er sich entwickelt, wo er hat jetzt diese, wie heißt das, Autonomiephase, wo er alles selber machen kann, dann lasse ich ihn machen auch. Dann klappt es auch besser. Und in deinem Tag so? Was hat sich bei dir verbessert, so wie du dich fühlst? Ja, ich habe gefunden, mehr
seitdem wir jetzt auch unsere Assistenz haben, Julia, sie gibt uns so klare Aufgaben für den Tag und für die Woche, aber auch für den Tag. Und das ist auch sehr, sehr cool, weil ich selber konnte nicht, zum Beispiel, ich muss das und das machen. Dann versuche ich das zu machen, dann kommt noch was anderes, was auch gemacht werden muss. Und dann ist es so ein totaler Durcheinander, so ein Salat von Aufgaben. Und dann versuche ich 2, 3, 4 irgendwie zu machen gleichzeitig und dann schaffe ich gar nichts. Okay. Jetzt haben wir mehr Struktur, das und das, nicht viel, aber halt genau konzentriert auf eine Sache, zweite, dritte. Und du hast auch, glaube ich, klarer jetzt so deine Aufgaben, also ne, dir ist, glaube ich, also das waren schon immer deine Aufgaben, aber die sind jetzt irgendwie strukturierter durch die Assistenz. Genau, Ziel ist klarer. Klarer ein Ziel und für vor allem Männer, das ist wichtig, weil die halt denken, ja, in Boxen, ein Box, das ist eine Aufgabe, ich mache das, fertig, andere. Ja. Wir können nicht so... Multitasking. Mhm. Können wir schon, aber dann schaffen wir nicht. Also ich zum Beispiel. Es gibt wahrscheinlich andere Typen von Männern, die das machen. Genau. Okay, was hat sich bei mir verbessert? Also ich, das ist so verrückt zu sagen, aber ich bin wieder verliebt in André. Und ich kann gar nicht sagen, wann das kam und wie das kam, aber es ist auf jeden Fall, ich hätte nie erwartet, dass ich wieder so eine Anziehung spüre. Ich hätte nie erwartet, dass wir wieder auf so eine Verliebtheit kommen können. Und ich hätte nie erwartet, dass es so schnell passiert. Aber ich bin wieder richtig verliebt und ich habe wieder richtig... Also eine Sache, die ich auf jeden Fall sehr, sehr verbessert habe, sind meine eigenen Gedanken zu André. Ich bin morgens aufgewacht und ich war schon genervt. Und ich habe eigentlich den ganzen Tag gedacht, boah, was für ein nerviger Mensch, boah, jetzt ist er wieder laut, boah, jetzt macht er das nicht, jetzt sitzt er wieder 3 Stunden auf dem Klo. Und meine ganzen Selbstgespräche waren negativ über André. Und dadurch... Das habe ich auch gehabt. Ja? Über dir, ja. Über dich. Über dich. Ja. Nee, über dir. Also, das habe ich auch ganz oft im Kopf gehabt. Ah, das und schaut, das macht er. Ja. Mhm. Und das ist ja, genau, das hat uns unser Vater Coach Philipp beigebracht. Und das weiß ich seit Jahren, bezogen aufs Business, bezogen auf mich, dass deine Glaubenssätze oder das, was du denkst, was du aussprichst, zu deiner Realität wird. Du manifestierst dir etwas, indem du es fühlst, aussprichst und immer wieder lebst. Und wenn dein Alltag aus diesen Gedanken besteht, der Mensch nervt, macht nichts, ja, die ganze Zeit von diesen Gedanken bestimmt bist, dann hat der andere ja auch gar keine Chance. Ich bin unglaublich gut geworden. Mhm, dann ist egal, was du machst, trotzdem nicht... Kommt nicht an, weil du denkst, du bist ja, genau, ganz anders. Du siehst das gar nicht, du siehst nur das, was ich... Das ist ja wie mit diesem Phänomen, wo wir gehabt haben mit dem Vorhang, wo ich gesagt habe, du bist reingekommen und hast gesagt, die Vorhänge sind hässlich. Mhm. Und nicht gehört habe, wie er... Nee, ich habe gesagt, ich mag die nicht. Ich habe nicht gesagt, die sind hässlich. Okay. Aber das sieht man, ne? Man ist so in seinem eigenen Film drin. Und man erwartet, dass er sowieso wieder irgendwas findet, was ihm nicht gefällt. Und darauf wartest du und alles andere hörst du gar nicht. Ist übrigens auch wissenschaftlich bewiesen, dass wir Menschen die negativen Dinge viel höher bewerten wie die positiven. Und diese Selbstgespräche kontrolliere ich jeden Tag und baue mir dann die Sätze, die wahr sind. Wie zum Beispiel, ich kann um Hilfe bitten. André, und das macht er bestimmt nicht aus böser Absicht, hat so seine eigene Morgenroutine. Die hat sehr wenig mit mir und den Kindern zu tun. Und in meinem Kopf war dann jeden Tag, jetzt steht er schon wieder nicht auf, jetzt steht er 2 Stunden unter der Dusche, schau mal, jetzt ist schon 12, wir haben immer noch nichts gemacht. Und dann habe ich schon eine Kotzlaune, wenn er dann endlich runterkommt und dann kann er nur verlieren. So, und jetzt bin ich in der Ich-Botschaft und sage, ey André, ich wünsche mir mehr Hilfe.
André, könntest du das Frühstück machen? André, könntest du den Kaffee machen? Und das funktioniert mega. Also sehr selten, dass du mal sagst, nee, mach ich nicht. Oder nee, geht jetzt nicht. Oder nee, habe ich keinen Bock drauf. Also wir kommen gerade sehr gut mit der Kommunikation an, dass wir einfach aufhören, diese negative Selbstgespräche zu führen und in dieses Ich wünsche mir. Mhm. André, ich bräuchte gerade Hilfe. Es war auch bei mir, es war so ein Tag und irgendwie hat Ben mich richtig getriggert und genervt. Also der hat mich so ignoriert und der hat ein paar Sachen gemacht, die mich oder die ich gefunden habe. Ja, schau mal, was macht er. Und dann habe ich das einfach gesagt, der Jana, sie hat auch gemerkt, dass meine Laune geht runter. Und dann habe ich gesagt, irgendwie fühle ich mich jetzt genervt, gestresst. Nee, wahrscheinlich nicht gestresst. Du hast sogar ausgesprochen, Ben triggert mich. Das fand ich ein richtig geiler Satz. Ja, und dann irgendwie ist mir besser geworden. Ja, ich hab dir noch gleich zu dir gesagt, aber da kann Ben nichts dafür. Warum triggert es dich? Was löst es in dir aus? Und dann bist du wahrscheinlich an die Verletzung, Beleidigung, Schmerz gekommen, oder? Und konntest es dann. Ja, das war nicht Beleidigung und Schmerz. Das war einfach, dass er nichts mit mir machen will. Ich frage ihn was, er antwortet nicht. Solche Sachen. Und dann ist irgendwie von allein oder nicht von allein, vielleicht habe ich was gemacht, also besser geworden. Das ist richtig gut. Das ist halt diese Selbstreflexion, ne? Bei sich zu bleiben. Das ist ja auch, für früher war das unfassbar schlimm und schwierig für mich, wenn ich mit irgendjemand Fremdes gestritten habe. Lass es mal nur in der Warteschlange sein. Irgendjemand drängelt sich vor. Ich sage, Entschuldigung, ich stand da. Und dann kommst du in ein nicht schönes Energiegespräch, ne? Und du sagst dann, nee, ich war da. Und dann sage ich, Entschuldigung, das gibt es ja wohl nicht. Und du wirst dann so innerlich unruhig und ich habe da wahnsinnig immer angefangen zu zittern und habe diese hässliche Energie sofort irgendwie nicht, den ganzen Tag war für mich gelaufen. Den ganzen Tag konnte ich nicht loslassen, wie ich da behandelt worden bin oder wie diese Situation war oder wie unverschämt oder so. Und dieses Lernen, bei sich zu bleiben und auch gleich zu hinterfragen, was denkst du gerade? Also muss das jetzt sein? Ne, man kann einen Kommentar machen, wenn sich jemand vordrängelt. Man kann aber auch einfach sagen, sie dürfen gerne vor. Dass der einfach checkt, oh, okay, ich habe mich gerade vorgedrängelt. Und dann kommt es nämlich meistens so, ah, sie waren vor, ah, okay, Entschuldigung. Also es kommt ja auch immer darauf an, es gibt ja diesen schönen Satz, wie du in den Wald reinschreist, so kommst du zurück. Und dieses bei sich zu bleiben ist auch bei den Kindern einfach voll wichtig, weil wir oft überhaupt nicht hören oder reinfühlen, was das Kind denn gerade braucht, sondern einfach unsere Macht gerne ausspielen und sagen so, Papa hat gesagt, Mama hat gesagt, jetzt ist Schluss, aber die andere Seite gar nicht so sehen. Und deswegen auch nochmal zu dem, Liana reagiert gerade so toll auf dich, du bist gerade unglaublich toll, du gehst gerade ganz anders auf die Gefühle ein und begleitest die Kinder anders. Und heute Morgen, wir machen gerade richtig toll Homeschooling. Heute Morgen hat André mit denen Sport gemacht und ich habe es ein bisschen beobachtet und es war auch einfach so toll. Ja. Also ja, wir haben uns definitiv, wir arbeiten an uns selber und das war aber, ich glaube, bis zur Folge 13, 14 echt ein Prozess für uns beide. Ich glaube, für mich noch mehr wie für dich. Du warst schon immer sehr reflektiert und konntest schnell umswitchen. Ich war sehr lange in dem, ich bin nicht schuld. Ne? Also umswitchen kann ich, es war schon seit immer so. Ich kann streiten und dann nach 20 Minuten komplett vorbei. Aber reflektiert. Also nicht nur, dass es dann einfach vergessen ist, sondern du reflektierst und du verbesserst oder änderst oder versuchst. Ne? Also du bist sehr gewillt, immer Dinge zu verbessern. Mhm. Ja. Ich glaube, es ist wirklich, dass Philipp in unser Leben kam und dass im Business jetzt Julia ins Leben kam, weil man muss auch immer wieder sagen, wir sind 24/7 zusammen. Das ist eine Extremsituation. Mhm. Wer hat das voll schon? Voll. Und weil wir ja auch in der falschen Dynamik waren, immer wenn ich André, also wenn ich die Assistenz war von André ich ihm, ne, weil so ist es eigentlich. Das Gleiche, was Julia jetzt macht, habe ich dir halt immer gesagt. Und da konntest du es aber nicht annehmen.
wenn ich gesagt habe, jetzt müssen wir das machen. Jetzt ja, weil du nimmst das, du siehst das, also ich habe das gesehen, nicht wie Assistent, sondern auch als Frau, Befehl. Die hier noch, genau. Und dann, wenn Streit kam oder war mit dir, und dann nachher müssen wir zusammen arbeiten, aber diese Energie, das bleibt ein bisschen. Ja. Und dann sagt sie mir ja noch, was ich zu tun habe. Waffe Napoli, weißt du, also sofort. Ja, mein Zettel ist runtergefallen. Ich gucke die zweite Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Was könntest du noch an dir selbst verbessern? Also jetzt haben wir ja gesagt, was sich schon vieles verbessern hat, aber was sind noch so die Punkte, wo du denkst, da müsstest du noch mehr dran arbeiten? Ja, viel. Ich muss mehr, du hast mir neulich gefragt, dass du Hilfe brauchst bei Abendroutinen, das muss ich mit den Kindern machen. Ich versuche, meine Morgensroutine kürzer zu machen. Ja, und das ist auch gut für mich eigentlich, wenn ich jetzt aufstehe, nicht rumliege und aufstehe und sofort ins Tun irgendwas tun, Küche aufräumen, Frühstück machen, dann bin ich aktiver. Wenn ich jetzt liege, so, das ist irgendwie so schwer, sich selbst zu motivieren. Und du hast ja keine Zeiten, ja? Wir haben keine Arbeitszeiten. Ja. Deswegen ist es so immer schwenkend und wir können, ja, später halt. Und dann ist der Tag vorbei. Genau, und dann dir selber zu sagen, nein, jetzt von hier bis hier, das wird gemacht. Das ist schwer. Aber das ist richtig gut. Wir haben diese Assistenz gebraucht. Wir haben diesen Arschtritt gebraucht. Also ich meine, ich war ja immer schon so. Ich bin ja eigentlich das andere Extrem. Ich mache nie Pause. Ich mache nie Stopp. Ich stehe auf und es geht los. Und ich erlaube mir auch zum Beispiel nie irgendwie mal 5 Minuten hinzusitzen oder mal einen Mittagsschlaf zu machen oder so, außer ich bin krank. Und das ist natürlich für mich auch eine wahnsinnige Belastung und ein wahnsinniger Druck. Und André sagt eigentlich schon seit Jahren, wir brauchen einen freien Tag. 100%. Und ich sage immer, das war ein Riesenfehler von uns. Aber das ist auf jeden Fall auf meinem Mist gewachsen, weil ich zu anderen gesagt habe, es geht nicht, ich kann keinen Tag frei machen. Wir haben ein Team, wir haben Instagram, wir haben so viel zu tun. Wenn ich einen Tag nicht am Handy bin, mein Handy explodiert und dann habe ich am nächsten Tag doppelt so viel zu tun. Es geht nicht, ich muss wenigstens ab und zu ans Handy. Das war mein Kopf, das war meine Überzeugung, dass das so ist. Und dann haben wir ja gesagt, wir machen hier in Schweden einfach mal 3 Tage Detox, weil ich echt auch gemerkt habe, ich komme an eine Grenze, ich kann mir Sachen nicht mehr merken, ich spreche Sachen aus, die keinen Sinn machen. Also ne, so komplette Verwirrtheit und ich merke, ich brauche eine Pause. Und diese 3 Tage, wir haben schon mal drüber gesprochen, ganz anders vorgestellt. Ich habe gedacht, es wird komplett, dass ich anfange zu zittern und neben mir bin und keine Ahnung, ich habe irgendwie gedacht, dass das Detox wirklich so wie Drogen-Detox wird. Und ich habe dann aber gemerkt, oh, das tut gut. Es tut gut, aber es ist auch nichts krass Belastendes oder so. Und dadurch sind wir jetzt auf einen Tag gekommen. Du willst, es gibt Momente, wo du dein Handy holen willst, ja. Weil zum Beispiel du willst was, ja, hast du irgendeine Idee und dann, oh, ich brauche das da und dann kann ich mit dem so und so und so machen. Und dann willst du sofort ans Handy und schauen, was das kostet, wo ich das kaufen kann. Das war so ein bisschen, aber es war nicht schwer, das war nur so ein Klick ab, okay. Wobei, diese Woche hatten wir ja den Mittwoch Handy frei und da warst du öfters am Handy. Ja, da habe ich angefangen zu schauen, das ist ein richtig cooler Kanal. Es ist eine Familie aus Belarus und die sind ausgewandert oder geflüchtet ausgewandert nach Deutschland, nach Stuttgart. Und die machen so einen richtig tollen Content, weil auch die waren in Belarus beschäftigt mit, die haben so Content created für verschiedene Firmen. Ah, also Profis. Das ist Mann, Frau und 2 Kinder und ein Hund. Schweizer Schäferhund. Aha. Richtig, richtig geilen Content. Und die lern haben davon. Auch, und ja, 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 ja. Und deswegen, und die haben mich so inspiriert.
ich konnte nicht aufhören zu schauen. Das war so interessant. Ja, das habe ich manchmal auch. Das ist furchtbar, wenn man nicht aufhören kann, Serien zu schauen, und dann ist man gar nicht so im Leben. Ne? Ja, ja, ja. Und ich habe auch gesehen, wie er zum Beispiel, wie fängt an sein Vlog, wie er das macht. Er hat so eine richtig krasse, schöne Stimme. Ah, mega. Und ich konnte nicht aufhören zu schauen, ja. Ich war immer... Das war Fehler. Man muss an diesem Tag wirklich... Weg vom Handy und mehr ins... die Kinder feiern es natürlich auch extrem. Wir waren im Indoor-Spielplatz. Also dieses Värmdö, wo wir hier sind in Schweden, dieses Haus am See und diese Lage ist unfassbar. Du hast 30 alles. Minuten Stockholm. Ja. 5 Minuten Rieseneinkaufszentrum, wirklich verschiedene große Märkte, Supermarkt, Baumarkt für Tiere, also Einkaufszentrum. Indoor-Spielplatz. Indoor-Spielplatz. 10 Minuten auch von da. Hier. Genau. Auch richtig toll. Kinder feiern es natürlich extrem. See direkt vor der Tür. Golfplatz. Das ist nicht See, das ist eben Meer. Ja. Aber halt, wie heißt das? Golf? Golf? Ich weiß es gar nicht, wie das heißt, ein See. Ein Meerarm oder ein Meer? Also es ist das Meer, das ist aber nicht es ist offenes halt... Meer, genau. Ja. Hier sind ganz, ganz viele Inseln. Ja. Archipelago heißt das. Archipelag. Wir hatten auch eine ganz tolle Bootsfahrt. Der Vermieter hier hat uns mitgenommen, weiß ich gar nicht, ob wir das schon erzählt haben. Es ist einfach wirklich toll und es tut unserer Familie so gut. Ich glaube auch, das Reisen generell, oder es ist gerade hier in Schweden extrem gut, weil wir alle gerade so sehr irgendwie bei uns sind und es funktioniert einfach gerade sehr, sehr gut. Ich glaube, wenn wir jetzt in Deutschland wären und auch viele Freunde und Familie und so um uns rum hätten, dann wäre es nicht so intensiv wie hier, weil hier haben wir nur uns und das Coaching. Und vielleicht, ja. Tut richtig gut und ich möchte auf jeden Fall nächstes Jahr wieder herkommen, aber es ist ein bisschen schwierig mit dem Haus, weil die vermieten das nur eigentlich 8 Monate am Stück. Und 8 Monate wäre wahrscheinlich extrem hier. Viel, ja. Wobei ich auch richtig Bock drauf hätte, das mal auszuprobieren. Ich möchte unbedingt Schwedisch lernen. Ich hätte Bock hier im Winter ein paar Monate. Richtig geil. Vielleicht können wir einen Deal aushandeln. Hier schneit es auch und wird richtig kalt. Und ich mag ja das. Mhm. Ich mag Winter, wo es kalt ist, ist kein Problem, aber mit Schnee. Ja. Dieses Matsche. Das ist kein Winter für mich, das ist ja Herbst. Habe ich jetzt eigentlich schon gesagt, was ich verbessern noch möchte? Nee, habe ich noch nicht, oder? Also ich möchte meine Gedanken noch schöner machen. Ich möchte jeden Tag überprüfen, was denke ich über mich, über meine Familie, über meinen Ehemann. Seit ich aufhöre, die ganze Zeit diese negativen Selbstgespräche zu führen, sehe ich ihn wieder ganz anders. Wenn ich mit jemand über André spreche, spreche ich nur noch positiv. Also es gibt ja ganz viele, die mir auch schreiben und die dann halt irgendwie zum Beispiel irgendwas schreiben wie, ah, mein Mann ist so und so, und dann steigt man da sehr schnell mit drauf ein und sagt, ja, das macht André auch und oh mein Gott und so, ne, und geht auch hier wieder in dieses negative Reden. Und ich möchte einfach die Erfolge sehen, die positiven Dinge, die ihr den ganzen Tag macht. Und glaubt mir, wenn ihr euch darauf fokussiert, dann merkt ihr erst, wie viel Gutes der Mann auch am Tag macht. Ich habe mich aber nur auf das Negative fokussiert. Und jetzt sehe ich, wie viel André macht plötzlich und wie viele Ideen er hat und wie viel er kocht und wie viel er einfach da ist. Und wahrscheinlich kommt dadurch auch diese Verliebtheit, dass man dann einfach ja, den Mann wieder ganz anders sieht. Und da arbeite ich täglich dran, dass wenn so ein Gedanke kommt wieder, wie jetzt gerade vom Podcast, war er wieder weg, keiner weiß, wo André ist. Und dann bin ich gleich wieder so, wo ist der Papa schon wieder? Dann spreche ich es aus vor den Kindern, negativ, sollte man nicht tun. Dann denke ich es, warum ist er jetzt schon wieder nicht da? Und er kommt zurück und ich lade gleich ab und bin genervt, wo er denn jetzt schon wieder war. Dann realisiere ich das gleich wieder und denke, oh Kacke, okay, er hat gerade einmal eine Auszeit gebracht. Aber vielleicht, ich wünsche mir, dass du mir das kurz sagst, wenn du eine Auszeit nimmst. Okay. Ja, das muss ich definitiv noch verbessern. Dann bin ich die ganze Zeit so im Struggle. Ich bin ja ein sehr lauter Mensch, offener Mensch, ein Anführer. Ich Mama, ja. Ich Oh,
Oh nein. Okay, kurze Pause. Ich habe ja lange an mir gezweifelt, ob ich falsch bin. Ne? Diese Gedanken, mit dir ist was nicht in Ordnung, gerade auch durch die ganzen Hasskommentare. Und ich bin ja genauso wie André im Vatercoaching, auch wenn ich kein Vater bin. Aber wir haben bei Philipp einfach auch Einzeltermine gebucht, weil Philipp einfach mit uns unglaublich harmoniert. Ich habe selten einen Mensch erlebt, der so, ach, dem er so schnell vertraut und der so Gutes sagt und der dich nicht verurteilt, der wirklich hinhört. Ich habe das Gefühl, dass der Philipp mich richtig gut kennt, richtig gut analysiert hat. Und ich hatte gerade wieder eine Einzelsession. Philipp ist ja systemischer Coach und hat mit mir eine Timeline gemacht, wo wir in die Vergangenheit gegangen sind und die Gefühle abgecheckt haben und dann auch ein paar Schritte in die Zukunft gegangen sind. Und da kam eigentlich ganz klar raus, dass meine Aufgabe Befreiung ist oder anderen Menschen zu helfen, sie zu befreien. Also auf jeden Fall, dass ich sehr, also dass ich in meiner Rolle, das, was ich auch tue mit Coaching und Menschen helfen und Menschen anführen und verkaufen, dass ich da halt, also dass das definitiv meine Berufung ist. Und das hat mir auch wieder so gut getan, das zu hören, weil ich immer wieder daran gezweifelt habe, weil ja so viele sagen, die unterdrückt André, die André hat ja gar keine Chance neben ihr und die muss mal irgendwie so ein bisschen, ne, so zurückrudern. Und das waren auch Wunden aus meiner Kindheit, dass viele immer gesagt haben, du bist so laut, du bist so extrem, du bist so, ne, mach mal ruhiger, lass mal andere vor. Also ja, und das waren wohl auch Wunden in mir, wo ich dann einfach gemerkt habe, nee, das bin ich und das ist in Ordnung so. Und André und ich haben uns gefunden und wir sind ein perfect match. Wir gleichen uns in so vielen Dingen aus, ne? Dinge, die ich, also du hättest dir ja bestimmt keine Frau ausgesucht, wo du dich unterdrückt fühlst oder so. Oder? Keine Ahnung. Stehst du da drauf? Also für mich war einfach immer diese Frage, bin ich richtig? Und ich weiß jetzt ganz genau, dass ich richtig bin, so wie ich bin. Und dass aber die Dynamik in unserer Beziehung sich ändern muss, darf. Fällt da gerade jemand ein Baum? Hört sich an wie eine Motorsäge. Das ist von daher. Ja. Ich mache ganz kurz das Fenster Fenster zu. Das geht hier wieder. Ja, und das ist einfach was man einfach auch ganz, und das ist auch so wichtig bei diesen ganzen Kommentaren, die Menschen sich ja immer erlauben, dass man einfach bei sich bleibt und dass man sich von niemand sagen lässt, dass du falsch bist oder dass wir alle Fehler machen, ist, glaube ich, klar. Und dass wir beide in unserer Beziehung Fehler gemacht haben durch eine falsche Dynamik, die auch geschuldet war von Veränderungen in unserem Leben und vor allem von dem Anfang unserer Beziehung. Habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen, dass das einfach da schon eine falsche Dynamik war. Dass es aber nicht einen Schuldigen gibt oder einer, der nicht richtig ist, sondern dass wir einfach beide an uns arbeiten dürfen und dann die Beziehung sich verbessert. Und so ist es ja wirklich auch. Hm. Ja. Ja, und das sind die Sachen, die ich verbessern möchte weiterhin. Und trotzdem eben diese Dynamik anzupassen. Ne? Also ich bin richtig genauso, wie ich bin. Trotzdem darf ich in der Familiendynamik mich in verschiedenen Momenten zurücknehmen. Und das ist das Positives, weil wie geil ist es, wenn ich einfach mich rausnehmen kann? Das habe ich nie gemacht. Ich habe immer gedacht, ich müsste in jeder Situation alles übernehmen. Und sich jetzt rausnehmen zu dürfen in verschiedenen Situationen und abgeben zu dürfen und Hilfe zu bekommen, das ist was ganz, ganz Tolles. Mhm. Ja, nee, voll, ja. Meine letzte, genau, den letzten Satz, der mir gekommen ist, war, was wünschst du dir? Und jetzt, was wünschst du
bei der Ich-Botschaft wieder bleiben. Was wünschst du dir? Ich wünsche mir, dass ich so richtig finde, mein Passion, Leidenschaft, so berufsmäßig. Dass ich irgendwas finde, so ein, oh ja, das, für das brenne ich und lebe ich, ja. Also beruflich. Natürlich Familie, klar, aber dann auch beschäftigungsmäßig. Und das suche ich jetzt gerade. Glaubst du, dass du die Erfüllung findest in den Dingen, die du jetzt machst? Mhm. Oder muss es was anderes sein? Nee, ich glaube schon, dass ich da was finde für mich. Weil das ist immer für mich auch so wieder eine, wie soll ich sagen, so echt krass, du machst gerade gar nicht das, was du liebst. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, wenn du Drohne fliegst, wenn du schneidest, wenn du vloggst, dann habe ich immer voll das Gefühl, dass das ja, voll ja, Passion ja, ist. Ja, aber dann irgendwie geht dieses Gefühl vorbei. Ich weiß nicht warum. Ich aber war ist schon dann immer das wieder. Gefühl, dass es nicht dein eigenes ist, weil ich da dabei bin? Aber ich bin ja nicht beim Schneiden und beim Drohnenfliegen dabei und beim schwer zu eigenen Kanal. Habe ich auch gedacht. Okay, André ist noch da suchen. Genau, ich bin. Wahrscheinlich werde ich immer suchen. Es gibt Menschen, so wie Janne jetzt sagt, das ist meins und ich mache das, Menschen helfen und so. Ich bin noch nicht da. Vielleicht ist auch was, was ich machen muss. Aber ich wollte nie zum Beispiel Trainer, Sportakrobatik-Trainer werden. Ich kann das sehr gut. Ich verstehe alles, was man machen. Aber als Trainer zieht mich das nicht, ja. Und das ist ja auch so. Ich mag sehr, sehr gerne Technik. Ich mag die Drohne. Das fasziniert mich. Und ich mag Handys und ich mag Computer und auch andere Sachen, technische Sachen. Bauen. YouTube-Kanal mit Technik. Das sage ich auch immer meinen Coaches. Man muss einfach anfangen. Du musst einfach in die Umsetzung kommen und es ausprobieren. Du kannst es nur erfahren, ob es dir Spaß macht, ob es deine Leidenschaft ist, wenn du es ausprobierst. Und ich, aber das ist halt immer, ich sehe immer so unglaublich viel Potenzial in anderen Menschen. Ich sehe bei André halt voll dieses ganze Potenzial. Aber auch da ist es nicht meine Aufgabe. Hat genau, Philipp okay. auch zu mir gesagt, es ist nicht deine Aufgabe, etwas für André zu finden. Das darf er selber finden. Aber du darfst ihn unterstützen und supporten. Und wenn ich eben etwas gut finde oder eine Idee habe, dann darf ich sie natürlich kommunizieren. Aber ob André das dann umsetzen möchte oder nicht, ist dann nicht mehr mein Thema. Ich wünsche mir, Ich habe es gestern im Zoom-Call gesagt, ich habe es als ein Reel schon rausgebracht. Ich lebe mein Vision Board und ich könnte gerade glücklicher nicht sein. Alles, was ich mir jemals erträumt habe, ein freies, unabhängiges Leben, Reisen, die Kinder im Homeschooling, ein Mann, der mich liebt an meiner Seite, eine Beziehung, die ich wirklich fühle. Ich kann mir gerade nichts Schöneres vorstellen. Das Einzige, was nicht gepasst hat und was nicht funktioniert hat, war unsere Beziehung. Und ich habe immer gedacht, wir müssen uns trennen. Es geht so nicht weiter. Ich muss einen Mann finden, der mich unterstützt, der mich liebt, der mich begehrt. Und plötzlich sitzt der neben mir. Und das ist so verrückt, weil ich das alles nicht gesehen habe. Aber eigentlich war es die ganze Zeit da. Aber vielleicht haben wir das auch einfach... Ja, es war nicht da, weil wir das Potenzial nicht ausgelebt haben, was wir eigentlich haben als Beziehung. Wir waren immer nur in dem Negativen, immer beim Verurteilen, immer nur in dem... Kinder sind jetzt älter. Das macht auch viel aus. Du, ja. Ich habe mich viel mehr von den Kindern gelöst, also ne, so, dass ich abgeben kann, dass ich... Ich wünsche mir trotzdem... natürlich Dinge im Leben. Ich wünsche mir,
dass ich mehr heilen kann. Ich habe in der letzten Session mit der Timeline mit Philipp einfach auch wieder so viel über mich erfahren, was halt doch noch nicht ganz geheilt ist. Und ich möchte selbst an mir arbeiten. Ich wünsche mir, dass ich meine Blockaden lösen kann. Ich wünsche mir, dass ich mir bei ganz vielen Sachen einfach auch verzeihen kann und heilen kann davon. Und Philipp hat in der letzten Session gesagt, du musst verstehen, dass das auch ganz viel mit deinem Business, mit deiner Beziehung, mit dem Geldfluss zu tun hat. Du lebst immer nur bis zu einer gewissen Grenze und das ist die Grenze, die du dir selbst setzt. Und wenn du den ganzen Schmerz, die ganzen Blockaden, die ganzen Themen in dir heilst, Kollege, dir steht alles offen. Und es wird alles noch viel größer werden können, weil du eben dein Potenzial entfaltest. Das ist eine Sache. Ich möchte auf jeden Fall mit Philipp weiterarbeiten. Ich möchte mit André natürlich wachsen. Ich möchte das Familienbusiness, das wir haben. Es funktioniert gerade auch so toll mit dem Blog, mit der Website, mit den Newslettern, mit Vlogs sind wir gerade nicht so gut dabei. Vlogs müssen wir wieder ein bisschen fokussieren, aber auch hier dürfen wir wieder sagen, ey, auf die Schulter klopfen. Wir haben einen Podcast, wir haben Instagram, wir haben einen Blog, wir haben, ne, also wir haben so viel. Und auch da ist man dann so wieder, ja, aber YouTube läuft gerade nicht so. Nee, lass uns auf die Sachen konzentrieren, die gerade richtig gut laufen und stolz auf uns sein für diesen Wachstum. Ja, irgendwie, es ist nicht schwer, eine Stunde zu nehmen im Tag, am Tag und das zu machen, aber irgendwie gibt es diese Stunde nicht. Wirklich, seit 3 Tagen nach dem freien Tag 2. Mhm. Es gibt keine Minute oder, okay, Minute vielleicht schon, aber keine so 10, 20 Minuten, wo ich sitze und sage, ja, so jetzt einfach nichts. Okay, auf dem Klo. Aber auch jetzt nicht Stunden irgendwie. Aha. Und dann den ganzen Tag machen wir was. Machen, bumm, Abend. Aber wir haben bis jetzt jeden Tag gesagt, geil, war produktiv heute. Mhm. Und das haben wir früher nie. Früher war nur so, du machst nichts, du nimmst die Kinder, nee. Das Gefühl jetzt, ja, am Ende des Tages, wir haben was geschafft, ja. Und gestern haben wir toll. Zum Beispiel Fotosession gemacht und vor dem Fotosession war noch was. Ah, ich war mit den Kindern 2 Stunden weg, also alleine ohne Jana, im Spielhaus. Hat super geklappt, wirklich mega. Mhm. In der Zeit durfte ich das Coaching machen, konnte eine Kooperation abarbeiten. Das ist jetzt richtig gut. Und ich hoffe, dass wir wirklich, man hat immer so Angst zu bedenken, dass das wieder schlechter wird. Genau. Ne? Es wird auch schlechtere Zeiten geben und bessere. Aber wenn man dieses, man weiß schon, ja, das ist nur so Phase und jetzt müssen wir. Es hört sich jetzt so einfach auch an, ne? Nicht sammeln, diese Dinge, diese kleinen Dinge, durch ein paar Wochen, weißt du, da ein bisschen was hast du gespürt, nichts gesagt, aber gespürt, gesammelt. Das ist auch ganz sicher ein Riesentipp, sofort aussprechen und nicht in du bist, sondern ich bin, ich wünsche, ich, ne, diese Ich-Botschaften, weil jeder Mensch, haben wir auch schon mal in der letzten Folge, glaube ich, gesagt, jeder Mensch reagiert auf einen Angriff mit Angriff. Und wenn du eben in der Ich-Botschaft bleibst und sagst, ey, ich würde mir total wünschen, dass du heute das und das machst oder ich würde mir wünschen, dass du mir mehr hilfst oder ich würde mir wünschen, da reagiert der Mensch halt einfach ganz, ganz anders drauf. Mhm. Und ja, das ist gerade echt schön. Und wenn irgendwie schlechte Stimmung ist, dann sprechen wir das gerade auch aus. Du hast neulich auch gesagt, irgendwie habe ich gerade schlechte Laune. Mhm. Und dann habe ich ihn auch gleich in den Arm genommen. Davor, wenn er irgendwie miese Laune hatte, dann habe ich gesagt, geh raus, verbreite hier keine schlechte Stimmung, ne? Geh spazieren und so, raus aus dem Bild bitte. Und jetzt kann ich ihn umarmen und kann, weil er auch ausspricht, hey, irgendwie habe ich gerade schlechte Laune und kann es gar nicht erklären, man kann sich gegenseitig auffangen. Also ja, wir sind an einem sehr schönen Punkt und mal gucken, wie es weitergeht. Wir sind noch fast 3 Wochen in Schweden. Am liebsten würde ich noch 3 Monate bleiben, aber 17 Tage versprochen wurde Halloween in Deutschland. 2,5 Wochen, ja. Und dann müssen wir überlegen, wie die Pläne weitergehen. Übrigens, wenn ihr Tipps habt, Länder, Orte, wir sind super offen, schreibt uns gerne. Dann freuen wir uns auf Folge 20 mit euch. Supi. Tschüss, ihr Lieben. Ciao.